So, wir waren weiter auf der Suche nach Lehrern. Und noch mehr Lagerfeuer mit noch mehr Ringen. Stabgroßmeister. Nein. Wie viele Ringe hast du jetzt schon? Gib die mal alle zu Talana fest, irgendwas Schönes dabei, was wir dann nicht identifizieren können, weil ihr Skill nicht hoch genug ist. So. Können wir das wirklich brauchen? Weg, Können wir das wirklich weg. brauchen? Ausweichen plus 1. Monsterkunde plus 1. Nö, das kann alles weg. So, noch ein bisschen Gold gemacht. Die Pilze kommen alle zu Lunanera. Genau wie die ganzen anderen Kräuter. Du bist kein Kraut. Drei Hufeisen. Ich hatte irgendwas vergessen. Ich glaube, bei ihm wollten wir reparieren auf. Wo ist reparieren? Da, das wollten wir auf 4 bringen. Damit er wenigstens die einfachen Lederrüstung reparieren kann. Sonst Wassermagie. Meister kann sie auch erst, wenn sie eine höhere Zaubererstufe hat. Das sieht man in dem gelben hinterlegten Text. Meditation könnten wir erhöhen. Aber nee. Was ist mit Alchemie? Alchemie hat sie erst 2. Okay, komm, wir versuchen es so zu bekommen, dass er sein Reparieren auf 4 bekommt. Und dazu brauche ich schon alle Hufeisen. Ja, okay. So, ein Punkt über, keine Hufeisen. Aber Tränke können wir ein, zwei machen. Geschafft. 9. Ich glaube, ich sollte die aufbewahren für später, die Pilze. Weil so viel Mana haben wir teilweise gar nicht, oder? Boah, doch, 76. Die perfekte Mischung. 54, die müssen wir irgendwie gesondert aufbewahren. Geschafft. So, das ist einmal fast volle Mana. Dann nehmen wir mal Die die perfekte Mischung. einfachen, mischen das mit Geschafft. einem stärkeren Die Grauen. perfekte Mischung. So. Also 9er, 9er, 9, 14, 9. Also Standard, Notfall. Die perfekte Mischung. Machen wir noch ein paar mehr davon. So. Sprung. Kannst du erst später. So. Waren wir hier schon drin? Nein, Kampfmagier. Willkommen. Snick spricht kaum lauter als ein Flüstern. An seiner Kehle könnt ihr eine kleine weiße Narbe entdecken. Seid ihr hier, um euch ausbilden zu lassen? Ja. Er seufzt. Ihr denkt also, dass ihr bereit seid, Kampfmagier zu werden? Das ist aber nicht einfach. Ihr müsst genauso erfahren im magischen wie auch im kämpferischen Bereich sein. Es gibt dafür natürlich eine Prüfung. Reist du den roten Zwergenminen, wo wir eh hin müssen, um die Zwerge zu entsteinern, dort werdet ihr zweierlei Kreaturen begegnen. Einigen, die ihr nur mit Magie bekämpfen könnt, und andere, die nur gegen kalten Stahl empfindlich sind. Im hinteren Teil der unteren Bereiche der Mine werdet ihr einen Mechanismus entdecken, den die Zwerge entwickelt haben, um den Aufzug anzutreiben. Das ist der einzige Zugang zu dem oberen Bereich der Mine. Um den Kreaturen die Möglichkeit zu nehmen, die oberen Bereiche und damit die Oberwelt zu erreichen, muss der Riemen an der Maschine mit diesem hier ausgewechselt werden. Er ist abgenutzt und sollte nur ungefähr eine Stunde halten, bevor er reißt. Die Zeitspanne sollte ausreichen, um den Aufzug wieder zu erreichen und danach nach oben zu fahren. Sonst seid ihr dort unten gefangen. Das klingt schon mal nicht gut. Das müssen wir unbedingt in Erinnerung behalten. Also wenn wir das hier benutzen, das Seil, müssen wir ganz schnell weglaufen. Sperrt diese Kreaturen endgültig ein und geht dann zu mir zurück. Erst dann werde ich euch zu Kampfmagiern ernennen. Aber wir haben so viele Aufträge. Das ist nicht mehr feierlich. Aber gut, wir haben hier unseren Notizblöckchen. Das da. Tötet einen Drachen. Findet den verschollenen Ort der Meditation. Sabotiert den Aufzug. Findet die Feen. Besucht Steinmonolithen. Rettet die Zwerge. Holt die Laterne. Ach. Okay, es geht eigentlich. Gewinnt in allen 13 Tavernen. Ja, okay, das dauert. Findet 3 Statuen. Bringt den versiegelten Brief zum Feenkönig. Ja, wir sollten echt den Feenkönig finden. Dann haben wir schon mal 2 Aufträge weniger. Aber Prioritäten: erstmal Lehrer finden.
Feen. Oh, genau. Du könntest mir vielleicht sagen, wo die Feen überhaupt sind. Man sagt, Elfen sind eigentlich Feen. Aber tatsächlich sind wir nur entfernt verwandt. Die echten Feen leben nicht in der Zivilisation und sind genau wie in den Geschichten verspielt, grausam, magiebegeistert und gefährlich. Ja. Aber wenn ihr wirklich welche treffen wollt, könnt ihr sie in der Halle unter den Bergen besuchen. So nennen sie sie. Sie ist direkt außerhalb des Dorfes, etwas nördlich und westlich. Es wird eine echte Herausforderung werden, es bis zur Eingangstür zu schaffen. Nicht wirklich. Ich weiß, wie das funktioniert. Aber gut, nördlich und westlich, also da hinten. Okay. Mit in der Geistesgilde sind wir schon. Geistesmagie-Meister. Nee. Aber warum nur finden wir nirgendwo Expertenlehrer, die wir brauchen? Meditation, Wasser und Luft. Waffenmeister. Nee, wollten wir nicht. Okay, also wir sind jetzt alle Hütten, die auf dem Boden sind, abgelaufen. Wir haben hier noch eine Taverne. Seid willkommen. Wo wir Proviant kaufen. Arcomage, können wir später mal machen. Ich will jetzt Aufgaben lösen. Und Zelte suchen, um Elfen zu finden, die mir Sachen beibringen. Aber nee, hier scheinen außerhalb keine Zelte zu sein. Das ist ein ganz schön kleines Dörfchen. Die meisten Sachen sind oben drauf, aber das sind keine Privathäuser. Das waren nur die Gilden da hinten zum Beispiel. Schade, schade. Das heißt, wir müssen irgendwo einen Lehrer übersehen haben. Oder wir haben ihn besucht und ich habe es inzwischen vergessen. Na gut, hilft nichts. Wir gucken uns jetzt hier nördlich und westlich in der Halle unter den Steinen, oder wie das hieß, um und versuchen, den Feenkönig zu finden. Halle unter den Bergen. Sieht nicht nach viel aus, aber das Hineinkommen ist gar nicht so einfach. Gebt Acht, dass ihr nicht den Pfad aus den Augen verliert. Das also ist der Pfad. Gehen wir rein. Mehr Licht kann ich schaden. So. Und wir hören schon Drachen fliegen. Oder Feuer fliegen. Und es ist nur ein grüner Haufen Dreck. Und wir wurden teleportiert. Schon ist kein Ausgang mehr da. Der war eigentlich laut Karte hier. So, nochmal rum. Tada. Das war jetzt nicht so wirklich schwer, oder? Der kleine König verbeugt sich. Willkommen in meinem Reich, Sterbliche. Nur wenige reichen die Tür und dafür lobe ich euch. Doch jetzt, wo ihr in der Festung der Feen seid, solltet ihr wissen, dass nur wenige wieder zurückkehren, die es gewagt haben, einzutreten. Ist das eine Drohung? Ja, Flöte. So, Johann. Er will also die Feenflöte, hm? Das überrascht mich gar nicht. Dafür würde dieser Feigling nicht hierher kommen. Aber die Flöte wird euch etwas kosten. Alle Verpflegungen, die ihr bei euch habt. Natürlich habe ich köstliche Nahrung da unten, falls ihr eure Rucksäcke wieder auffüllen wollt. Jäger? An meine Tür klopft ihr, um Magi zu finden. Ihr hattet sie schon immer in euch. Ihr müsst nur wissen, wo ihr sie in euch suchen müsst. Manchmal erzähle ich das und sie finden sie immer noch nicht, obwohl sie direkt unter ihrer Nase liegt. Die einfachen Ranger unter euch sind nun Jäger und ihr anderen Jagdhelfer könnt ihr euch nennen. Schlau sind sie, die klopfen an meine Türe. Sehr schön. Also, wir haben zwar keinen Jäger, aber wir sind jetzt alle Jagdhelfer. Was wir auch nachgucken können in... Wo stand das noch gleich? Notizen? Es gab irgendwo so eine schöne Übersicht. Das waren die Karten, Kalender. Oh, warte, hier war das. Taten. Ein Knappensieg in der Arena, ein Rittersieg in der Arena. Wo steht jetzt Jagdhelfer da? Zum Jagdhelfer ernannt. Steht bei allen. Also wenn irgendjemand Jäger gewesen wäre, dann würde halt stehen, zum Jäger ernannt. Also wenn es Ranger vorher war und jetzt Jäger wären. Aber so hat man eine ganz gute Übersicht. So, wir haben jetzt beide Aufträge erledigt. Wir müssen nur noch rauskommen. Und wir kommen hier nicht raus.
Wir können jetzt hier draußen im Kreis laufen, aber werden wir hin und her teleportiert. Das bringt nicht viel. Also runter. Truhen? Yeah. Wir sollten die Truhen nicht anrühren. Weil, wenn jetzt alle drei Damen sterben würden, hätten wir echt ein Problem. Oder Gerogon hätte echt ein Problem. So. Und da kommen die Feuerfliegen. Und zwar etwas größere. Au, 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 au. Ja, 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 ja. Das sind nämlich gleich die ganz großen. Trotzdem etwas Overkill, so viel Magie zu benutzen. Ne? Jo. Hallo? Dich. Aber es gibt schön Gold. Was haben wir hier? Noch mehr Gold. Können wir das wirklich brauchen? Stab-Axt. Naja. Äpfel brauchen wir auf jeden Fall, wenn wir hier drin schlafen wollen. Denn wie der Elfenkönig schon gesagt hat, oder Feenkönig, er hat uns alles an Essen genommen. Und ich hatte vorher gerade erst eingekauft. Oh, da hinten ist eine Feuerfliege. Und ich schieße die ganze Zeit an einen Baum rein. Oh, da ist noch eine Feuerfliege. So, komm schon. Also ja, wirklich gefährlich scheint es hier nicht zu sein. Aber dafür wird es wahrscheinlich an Rätseln nicht mangeln. Was halt verspielte Feen sind. Klick. Aber das Gold auf dem Boden kann ich mir echt gut geben. Da habe ich absolut kein Problem mit. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Du kommst mit... Einfach nur Wasser. Na gut, verdursten werden wir es auch nicht. Schon mal schön. Aber ich gucke mir die ganzen Bäume hier nochmal an. Weil es halt ein Feenreich ist und es doch ab und an versteckte Sachen geben könnte. Wenn die schon überall Gold auf dem Boden liegen lassen. Also das, und natürlich weiß ich auch, dass es hier ein, zwei Stellen gibt, wo man was holen kann. Zum Beispiel hier. Ja. Gold, 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 Gold. Und der Symmetrie halber. Noch mehr Gold. Oh. Oder auch nicht. Können wir das wirklich brauchen? Das ist 5 Reagenz. Topaz, Gold. Es tut Gold. Mir leid, ich weiß es nicht. Können wir das wirklich brauchen? Jo, kann alles mit und verkauft werden. So. Oh, noch ein paar. Na komm raus da. Hey, das Spielchen mache ich normalerweise. Verstecken und schießen. Komm. Nix da jetzt. Schluss da. Lass mich doch nicht von Fliegen veräppeln. So, überall Blutspritze an den Wänden. Nix im Baum. Nö. Und das war's jetzt. Ah ne, da hinten geht's noch weiter. Oder auch nicht. Ein Schlüssel. Und wir haben keinen Schlüssel dabei. Ja, an der Stelle hing ich früher ziemlich lange. Ich weiß auch jetzt nicht mehr ganz genau, was das Rätsels Lösung war. Aber musste irgendwo eine ganz kleine Stelle, glaube ich, andrücken. Und dann hat man einen Schlüssel bekommen. Nur weiß ich nicht mehr wo. Oh ja, der Dungeon hier kann einen ganz schönen Wahnsinn treiben und so ist er auch gedacht. Auch am Anfang, dieser Kreisgang, wo man immer halt im Kreis läuft. Wenn ich mich richtig erinnere, hätte es so wie eben gerade gar nicht laufen können. Also normalerweise läuft man rein, man läuft rechts rum, läuft immer geradeaus. Und man findet nie den Eingang. Man muss zwischendurch einmal in die andere Richtung gehen und dann wieder zurück. Also einmal im Uhrzeigersinn, einmal gegen Uhrzeigersinn, einmal im Uhrzeigersinn und dann kommt man erst rein. Ich habe keine Ahnung, warum es eben gerade durch einfach geradeauslaufen geklappt hat. Aber so, du heilst dich erstmal. Du machst mal eine neue Fackel. Und dann gucken wir. Ich
Drück einfach mal bei jeder Wand Leertaste, bis ich irgendwo irgendwas finde. Aber ich bin mir ziemlich sicher, war, dass es irgendein Baum oder Busch oder Efeu oder sowas war.